Zur Grube. Der Name war nicht schlecht gewählt. Die unterirdische Schenke, tief unter einem von Royans besseren Vierteln, spiegelte die Mischung unterschiedlicher Kulturen, Völker und Philosophien auf Kalimar besser wider als alles andere, das Lenui bislang zu Gesicht bekommen hatte. Sie hatte von Gladiatorenkämpfen auf Nox gehört und einmal auf einem der Monde von Marv, als sie den Jedi-Einsiedler Nylander besuchte, war sie Zeugin der Auswirkungen eines Vollkontakt-Messerkampfs geworden. Nylander hatte ihr erklärt, dass die Kämpfe häufig dazu dienten, Geld oder Ansehen zu erringen und dass die Verlierer nicht immer überlebten. Auf einem Außenposten wie Marv und seinen Monden hatte sie das nicht weiter überrascht, aber auf Nox war solche Brutalität allgegenwärtig. Doch sie hatte angenommen, dass die Dinge auf Kalimar besser seien, ruhiger, zivilisierter. Doch wie es schien, war das bloß an der Oberfläche der Fall. Noch während sie die freistehende Wendeltreppe hinabstiegen, die durch eine große, matt erhellte Höhle in die Tiefe führte, stieg ihr der Gestank von Gewalt, Aufregung und Verzweiflung in die Nase. Menschenschweiß, Grivaki-Ausdünstungen, die Süße von Sith-Blut. Die Gerüche erfüllten die Höhle, stiegen auf Wogen widerlicher Wärme vor dem Tumult weiter unten auf. Die Schenke beherrschte den Höhlenboden 30 Meter unter der Straße. Den Mittelpunkt bildete eine tiefe Mulde im Boden, eine natürliche Grube, in der zwei Widersacher kämpften. Einer war ein kräftiger Mann mit einem an die Hüften transportierten zusätzlichen Armpaar. Der andere war ein Wookie mit fleckigem Pelz und struppigem Fell. Um seinen Hals lag ein schwerer Kontrollreif, an dem Lichter flackerten, als elektrische Impulse den Wookie noch zu Größe und Zorn anstachelten. Sein Gebrüll zeugte gleichermaßen von Schmerz wie von Wut. Er trug eine Keule mit Metalldornen, an der bereits Fetzen von menschlichem Fleisch schimmerten. Und das ist Kultur?", fragte Lenory, als sie die letzte biegende Treppe hinunterstiegen. "Die weniger ruhmreiche Seite davon", meinte Tree. "Man gewöhnt sich daran. Meistens lassen sie Kriminelle und Mörder antreten. Jedenfalls behaupten sie, dass sie das sind. Und ich versuche, nicht daran zu zweifeln." Er warf ihr einen vielsagenden Blick zu. Die drei Leku berührten einander dabei und wandten sich, wie um ihr zu sagen, an diesem Ort ist es besser, anonym zu bleiben. So sehr auch Lenory auch widerstrebte, das zuzugeben, so traf es womöglich doch sogar noch mehr zu, als Tree selbst klar war. Denn obwohl es ihm zur Grube von allen möglichen Arten von Leuten unterschiedlicher Spezies wimmelte, waren letztlich doch alle gleich. Jeder einzelne Gast war hier, um einen Drink und einen Kampf zu genießen. Jemand, der die Kämpfer nicht anfeuerte, dabei trank und seiner Blutge Ausdruck verlieh, fiel auf. Es würde Lenry ein leichtes sein, eventuelle Verfolger auszumachen. Sie erreichten den Boden und Tree bahnte sich mit der Schulter den Weg zur nächstbesten Theke. Um die Grube herum fanden sich mehrere davon, an den meisten war nicht viel los. Lenry folgte Tree mit wachsamen Sinnen, eine Hand an der Hüfte, dicht bei ihrem Schwert. Ein dumpfer Schlag, ein gurgelnder Schrei und ein Ruf ertönten. Hände winkten und die Menge brüllte. Wetteinsatzchips wurden beleuchtet und auf der anderen Seite der Grube schwirrten mehrere Spielkapseln hin und her, um den Gewinn an die Sieger auszuschütten. Lenul verspürte zwar nicht das Verlangen zu sehen, was geschehen war, stellte sich aber dennoch auf Zehenspitzen, um einen Blick in die Grube hinabzuwerfen. Der Wookie lehnte an der Wand, sein zotteliger Bart war blutverkrustet. Einen Moment lang glaubte sie, er habe verloren. Doch dann schwang ein mechanischer Arm herab, durchbohrte die Leiche des Menschen, um sie aus dem Loch zu heben, über die Köpfe der Menge hinweg zu schwanken und in die Schatten am äußeren Rand der Grube zu werfen. Sie vernahm ein Klatschen und dann ein Gestöber von Bewegungen, als im Dunkel unsichtbare Kreaturen kurzen Prozess mit dem Verblichenen machten. Die Jedi schloss die Augen und atmete tief durch. Jedes Fünkchen Anstalt in ihr wollte diesen Laden dicht machen und ihre ganz einfache, menschliche Seite hatte schlicht den Wunsch zu verschwinden. Allerdings konnte sie ihre Sinne an diesem Ort ohne weiteres auf Wanderschaft schicken und jedes Bewusstsein, das sie berührte, war für sie lesbar wie ein Buch. Grundlegende Emotionen durchfluteten das zur Grube. Unangenehme Emotionen, gewiss. Doch schon vor vielen Jahren hatte sie im Rahmen ihrer Jedi-Ausbildung mit derlei umzugehen gelernt. Wichtiger jedoch war, dass sie sich leicht nach jedweder Bedrohung sondieren ließ, ohne dem Eindruck, dass jemand sie beobachtete. Tree knuffte sie am Arm und reichte ihr einen Drink. »Nicht unbedingt der beste Wein auf Kalimar.« »Du überraschst mich.« Sie nahm das Glas entgegen und schaute sich um. »Kommst du oft hierher?« »Nein«, antwortete Tree knapp. Lenui glaubte, Abscheu in seiner Stimme zu hören. »Sind solche Läden legal?« »Sie werden toleriert.« Sie bauen Aggressionen ab, was der Rat von Royan zu schätzen weiß.
Deshalb drücken sie ein Auge zu. Wie zivilisiert, sagte Lanoui. Ihr seid wirklich eine aufgeschlossene Gesellschaft. Ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft. Ich komme bloß hin und wieder hierher. Er trank einen Schluck. Allerdings solltest du Kalimar nicht ausgehend von dem hier beurteilen, Jedi. Das fällt ziemlich schwer. Wie er kaum stellte sie eine Verbindung zum Friedenshüter her, um sich zu erkundigen, ob irgendwelche Übertragungen von Titan oder anderswo angegangen waren. Dem war nicht so. Die nächste Runde fängt an, sagte Tre, und diesmal war sein Abscheu offensichtlich. Vielleicht schüttete er den herben Wein so rasch hinunter, um seine Sinne zu betäuben. Er wurde für Lanoui mehr und mehr zu einem Rätsel. In der Grube stand ein zitternder, elendwirkender Katar. Nackt, bis auf die stachelbewehrten Reifen um die Handgelenke. Als drei versperrte Tore geöffnet wurden und menschengroße, grauhäutige Geschöpfe kreischend durch die Feuerwände schlitterten, wurde Lanoui unweigerlich an das zweite Mal erinnert, dass sie ihrem Bruder das Leben gerettet hatte. Während sie in südlicher Richtung über die Pilgerebene nach Stavkesh marschieren, hegt Lanoui die Hoffnung, dass sie und Dell einen gemeinsamen Nenner finden werden. Fort von Tyr und der stummen Wüste kann selbst sie sich ein erleichtertes Seufzen nicht verkneifen, obwohl ihr Verständnis von Machtfertigkeiten in ihrer Zeit in Qigong Kesh gewaltige Fortschritte gemacht hatte. Sie vibriert geradezu von der Macht. Ihr Bewusstsein ist damit überflutet. Doch sie darf das Versprechen nicht vergessen, das sie ihren Eltern gegeben hat. Diese Reise ist ebenso sehr Dells wie ihre. Es wird kälter, sagt sie. Gut, ich mag Kälte. Dell ist still, aber wenn sie miteinander sprechen, spürt Lanoui keine Feindseligkeit von ihm ausgehen. Vielleicht denkt er einfach bloß nach, versucht sich zu sammeln, inneres Gleichgewicht zu finden. Ich wünschte, Vater und Mutter wären hier, denkt sie. Vielleicht wären sie ja in der Lage, schlau aus ihrem Sohn zu werden. Seit sie Qigong Kesh den Rücken gekehrt haben, scheint er wesentlich mehr mit sich im Reinen zu sein. Und sie hofft, das ist ein gutes Zeichen. Ihre Reise zur Südküste von Tyr war interessant. Unterwegs haben sie Leute kennengelernt, Erfahrungen mit Reisenden ausgetauscht, die ihre große Reise in die entgegengesetzte Richtung führt, und die Gelegenheit gehabt, einige von Titans prächtigen Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Und als sie die Küste erreicht hatten, erwies sich der riesige wolkenleere Raumhafen als schieres Wunder, das man nur bestaunen konnte. Sie haben hoch oben auf den Klippen über dem tosenden Ozean gegessen, um zuzusehen, wie mehrere große Luftschiffe in lautloser Erhabenheit starteten, tiefer schwebten und dann über das Meer davonrauschten. Dann waren sie an der Reihe und der Flug nach Süden zum turbulenten Kontinent Kato-Zakar bot ihnen die letzte Möglichkeit, sich auszuruhen. Aufgrund der massiven vulkanischen Aktivitäten wird Kato-Zakar häufig auch als die Feuerlande bezeichnet. Allerdings konzentriert sich der Großteil dieses Vulkanismus auf das Kernland des Kontinents, nahezu 3200 Kilometer südlich der Küste, wo sie gelandet sind. Ihr Ziel lag wesentlich näher. Fast 500 Kilometer landeinwärts, hoch oben in den Bergen. Stavkesh, der Tempel der Kampfkünste. Die Pilgerebene ist eine harte, kalte Umgebung. Windgepeitschtes Buschland, heimgesucht von regelmäßigen, örtlich auftretenden Machtstürmen. Übersät von schrägen Säulen messerscharfer Kieselerde und gefährlichen, mit Magma gefüllten Sinklöchern, die sich ohne jede Vorwarnung auftun können. Die größtenteils von der elementaren Macht selbst geformte Pilgerebene ist eine Verkörperung dessen, was jedes Lebewesen zusammenhält. Die Macht als greifbares Ding, kraftvoll, scharfkantig. Während die Landschaft stetig zu den hochaufragenden Bergen hin ansteigt, ist Lanoui beständig auf der Hut, ohne die Wildtiere der Pilgerebene auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Es heißt, dass die weit verbreiteten Spinnervögel das unmittelbar bevorstehende Auftreten eines Sinklochs spüren können und in Spiralen um jeden Bereich kreisen, der kurz davor ist aufzubrechen. Doch es ist keins dieser Löcher, das sie beide fast umbringt. Hier und da bilden aus den Löchern geschleuderte Geröllhaufen die Heimstatt von Kreaturen, die von der Leichtigkeit angelockt werden, die es ihnen bereitet, sich durch das lose Material zu graben. Aus einem dieser großen, unregelmäßigen Haufen erfolgt der Angriff. Lanoui hat noch nie einen Feuertiger gesehen, aber schon davon gehört. Als Kind hielt sie es für einen Mythos, den ihre Eltern erfunden hatten, um ihr Angst einzujagen. Als sie älter wurde, hörte sie Geschichten und sah die wenigen außergewöhnlichen Holoaufnahmen, die von den schwer auffindbaren Kreaturen existierten. Und einige Tage vor Beginn ihrer Reise warnten ihre Eltern sie ausdrücklich vor ihnen. Das Biest schießt aus dem verborgenen Hohlraum an der Spitze des Hügels hervor. Geborstene Bäume und zersplitterte Steine schleudern empor, als es den Hang hinunter auf sie zubrecht.
»Adele«, ruft Lennery, doch er tritt bereits vor, um sich der Kreatur in den Weg zu stellen. »Nicht, Adele, ich kann...« »Halt die Klappe«, ruft er und hat bereits den alten Blaster vom Gürtel gezogen. Der Feuertiger ist riesig, mühelos doppelt so lang, wie Lennery groß ist. Der Schädel in Höhe ihrer Schulter, jede seiner 6 schweren Pranken nicht kleiner als ihr Kopf. Flammen tropfen von den Spitzen seiner Krallen und schwelen in Abdrücken, die das Biss zurücklässt. Seine schuppige, ölige Haut spannt sich und reflektiert in bunten, breiten Streifen die Sonne. Sein Schweif fegt weißes Feuer durch die Luft, die Augen lodern und das zähnestarrende Maul flirrt vor Hitze. Der Tigar ist so schön wie tödlich. Dell feuert, als das Biest nur 30 Schritt entfernt ist. Es hält nicht einmal inne. Dell hockt sich hin und schießt von neuem. Lennery kann den Rückstoß der alten Waffe sehen. Der Tigar knurrt, spritzendes Blut versenkt die Luft über seiner Schulter und dann beschleunigt er seine Attacke nur noch. Lennery ist sicher, dass sie den Tigar aufhalten kann. Sie ist bereit, einen Machtschuss einzusetzen, um ihn zu betäuben. Und sobald das Ungetüm bewegungslos ist, kann sie vorrücken und die Muskeln in seinen Beinen verkrampfen lassen, um die Macht zu atmen und der Kreatur solchen Schmerz zuzufügen, dass sie in die Flucht ergreift und flieht. Wenn sie dazu gezwungen ist, kann sie das Biest töten. Doch sie zögert. In Qigong Cash hat sie Dell beschämt, als sie dieses Bild von zu Hause in seinen Kopf pflanzte, obgleich er nicht einmal die Erlaubnis dafür gegeben hatte. Das muss er überwinden. Wenn sie den Feuertiger für ihn besiegt, wäre das bloß ein weiterer Beleg dafür, wie unfähig er ist und wie stark sie zusehends wird. Also hält sie sich bereit und unternimmt nichts. Dell weicht zur Seite aus und feuert praktisch aus nächster Nähe auf die Flanke der Kreatur, die brüllt und sich schüttelt. Und er springt über ihren Rücken hinweg und feuert noch ein weiteres Mal, bevor er wieder auf den Füßen landet. Was ihn antreibt, sind Athletik und Kraft. Nicht die Stärke der Macht, doch die Wirkung ist dennoch dieselbe. Die Kreatur ist benommen und leidet Schmerzen. Als sie herumschwingt, um mit einer gewaltigen Pranke zuzuschlagen, hat Dell sich bereits hingekauert, bereit, dem Tigar den Todesschuss direkt ins Auge zu verpassen. Das Ungetüm bäumt sich auf und in sengenden Streifen ergießt sich flirrendes Feuer von seinen Krallen. Dell lächelt, zieht den Abzug und nichts passiert. Als Lennery die Überraschung in Dells Gesicht sieht, springt der Tigar mit einem Satz vor und schlägt mit einer seiner großen Pranke nach ihm. Dell wird zur Seite gesteuert und rutscht über den harten Boden. Feuerstangen winden sich um seine Arme und seine Schultern. Lennery versetzt dem Tigar einen wuchtigen Machtstoß und schleudert ihn zur Seite. Ein Auge auf Dell gerichtet, er windet sich jetzt am Boden und rollt sich hin und her, um die Flammen zu ersticken, verpasste dem Untier einen weiteren Stoß gegen die Brust. Sie legt ihre ganze Wucht in den Angriff und fühlt, wie die Macht sie durchstoßt und das aufgebrachte Tier trifft. Das Ungetüm brüllt vor Schmerz, ein überraschend menschlicher Laut. Feuer lodert aus seinem Maul und lässt die Luft flirren. Asche fällt herab. Eine Chance, denkt Lennery. Sie hält inne, weicht zurück und lässt die Hände erhoben, bereit, einen wuchtigeren, härteren Machtschuss anzubringen als je zuvor. Einen Moment lang begegnet sie dem Blick der Kreatur, die begreift, wie viel Leid Lennery ihr zufügen kann. Geh, sagt Lennery und übt beim Sprechen Druck auf das Bewusstsein des Wesens aus. Der Feuertiger wirft einen kurzen Blick auf Dell und springt dann davon, macht einen Bogen um den Hügel, aus dem er kam und verschwindet in der Ferne. Lennery atmet erleichtert auf und geht zu ihrem Bruder hinüber. Ich hätte das Tier töten können, meint Dell. Dein Blaster hat eine Fehlfunktion. Er war schon fast bei dir. Lennery ist überrascht von dem Zorn in ihrer Stimme. Ich habe dagegen gekämpft, nicht du. Ich habe dich gerettet, Dell, sagt sie. Nein, er steht mit unsicheren Beinen auf. Dort, wo er die Flammen ausgeschlagen hat, rauchen seine Kleider noch immer. Er wirkt gleichermaßen wütend wie traurig. Nein, die Macht hat mich gerettet. Jetzt lassen die Verbrennungen, die er erlitten hat, ihn zittern. Ich kann das heilen, denkt Lennery. Du hättest sterben können. Sie weint lautlose Tränen. Doch Dell schaut bloß verbittert rein. Zumindest wäre ich dann als freier Mann gestorben, als mein eigener Herr. Er kehrt ihr den Rücken zu. Die Kaltschnäuzigkeit ihres Bruders erfüllt Lennery nicht bloß mit Kummer. Zum ersten Mal in ihrem Leben jagte ihr Angst ein.